So, hallo liebe Freunde, ich bin wieder zurück hier in Let's Play World of Warcraft Classic Vanilla und ich muss Abbitte leisten. Ich habe in den letzten zwei Folgen und Ende von Folge 10 einen rechten Schorfscheiß zusammengeredet. Es ist nicht so, dass hier schon die Burning Crusade-Talente implementiert sind, sondern die Talente wurden im Laufe von Classic ziemlich durcheinander gewürfelt und erheblich verändert. Das kam, glaube ich, mit Patch 1.10 oder Patch 1.11 dazu, wie ich das jetzt in Erfahrung gebracht habe. Es war so, dass die Talente vorher anders waren. Beispielsweise hatten Druiden keine Moonking-Gestalt vor diesem Patch. Ja, und Priester eben keinen Brunnen des Lichts, wie er jetzt hier zu sehen ist. Ja, das kam im Laufe von Classic. Da ich mich aber daran nicht mehr erinnert hatte, habe ich fälschlicherweise angenommen, dass dies schon die Burning Crusade Talente wären. Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, dass Burning Crusade bei mir auch schon wieder einige Jahre vorbei ist. Ich es also schon ewig nicht mehr gespielt hatte und deswegen die Talente auch nicht mehr so ad hoc im Kopf hatte. Also ich bitte es zu verzeihen, diese Verwechslung. Und ich muss gerade mal antworten. Wir sagen, tolles Let's Play, mach weiter so. Let's Play auf Facebook geteilt. Gefällt. Oh, das ist aber toll. Mach ich weiter. Gut. Ja, natürlich mache ich weiter. Ich hatte mir letztes Mal überlegt, was soll ich machen. Und ich werde hier auf jeden Fall weitermachen. Vollkommen egal, ob ich jetzt noch ein zweites WoW-Projekt auf einem Burning Crusade oder Lich King Server mache. Vollkommen egal. Das wird mein Spielen hier nicht beeinflussen. Ich werde also nicht weniger dadurch spielen hier. Ja. Wie gesagt, es war mein Fehler. Es tut mir leid. Ich hatte die anderen Talente erwartet eben, dass die kommen würden, weil das mir so in Erinnerung geblieben ist. Ja, war mein Fehler. Ich werde weiterspielen, selbstverständlich mit den Talenten, die jetzt da sind. Ich habe auch mit dem Administrator gesprochen und es geht leider nicht. Ich hatte die Idee, dass er vielleicht den Patch-Server, was weiß ich, auf Patch 1.5 machen könnte, damit ich euch das alte Alterac zeigen kann und die alten Talentbäume und so. Aber das geht leider nicht. Das wäre auch erheblich viel zu viel Arbeit. So, ich schau mal, was im Briefkasten drin ist. Jesus. Jesus, Maria und Josef. Leute, das muss ich nachher plündern. Weil ich habe gesagt, ich guck mal, es ist kurz vor 18 Uhr und ich habe gesagt, ich bin um 18 Uhr in Ogrimmar, weil ich ja versuchen möchte, eine Gilde zu gründen. Und ich kann ja die Leute da nicht warten lassen, falls sich da welche versammeln sollten. Deswegen mache ich mal meinen knochigen Hintern auf dem Weg nach Ogrimmar. Ja. Ja, wie gesagt, zugegebenermaßen, ich war ein bisschen down halt, weil ich halt die anderen Talente erwartet hatte und dann eben dachte, ja, das sind PC-Talente und ja, damit wird's Raiden blöder und so, aber nee, passt schon. Die sind also auf Level 60 ausgelegt und das ist es, worauf es mir ankommt, dass ich eben jetzt nicht Level 70 Talente gehabt hätte, weil das hätte dann wirklich das Spielerlebnis ziemlich verfälscht und das wollte ich eben nicht. Und aber so, alles gut, alles perfekt. Ich habe mich auch auf den letzten zwei Videos schon dazu geäußert und etwas und Abbitte geleistet quasi. Sekunde. So, ja, und wie gesagt, ich bin Mensch, kann passieren. Manchmal erzähle ich mal Unsinn, ne? Aber ich bin mir da nicht zu schade, mich zu korrigieren, wenn ich Unsinn erzähle und auch zuzugeben, dass ich Unsinn erzählt habe. Ja. Da muss ich euch eben aus der frühen Klassikzeit mehr mehr berichten, ja, weil ich es euch ja hier jetzt nicht mehr zeigen kann, wie das früher im Alterac war. Ich werde mal das Alterac versuchen zu besuchen, vielleicht kommen ja genug Leute dazu.
Vielleicht ist er sogar noch der Troll bei 1.12 da. Ich weiß nicht genau, wann die den Troll rausgepatcht haben. Von dem werde ich euch dann erzählen, wenn wir im Alterac drin sind. Dann passt es am besten. So. Also mich freut es, ehrlich gesagt, dass ich mich geirrt habe. Denn da muss ich mich nicht ärgern. Da muss ich mich zwar ärgern und kriege einen hochroten Kopf über mich selber, aber ich muss mich nicht ärgern, dass das mit dem Server irgendwas nicht stimmen würde. Sondern tipptopp Server, sehr schön, wunderbar, top. Passt. Ich werde auf dem Server spielen, habe ich auch schon in den vorigen Videos so per Sprechblase dann gleich versucht zu korrigieren. Ich werde auf dem Server spielen, im Idealfall bis Naxxramas. Ja, bis Naxxramas durchgeradet ist von oben nach unten, von links nach rechts. Da geben wir uns überhaupt keine Blöße. Das machen wir zusammen, wir machen das klar. Das passt. Gut, ich glaube, ich habe jetzt genug Asche auf meinem Haupt. Da ist schon ein ganz schöner Haufen oben drauf. Versuchen wir wieder nach vorne zu blicken. Ich wollte mich noch sehr herzlich bedanken bei euch fürs Zusehen. Ich bin heute Abend ja fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, wie viel Zuschauer mein erstes Video hat und wie meine Abonnentenzahl nach oben gegangen ist. Also, ich war ziemlich am Feiern. Ja, und ich feiere das immer noch. Also, ich finde einfach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, es ist einfach toll, wenn man sieht, dass das, was man macht, jemandem gefällt und jemandem Freude bereitet. Und das ist einfach super. Da bedanke ich mich bei euch. Und hoffe, ihr bleibt mir auch weiterhin treu bei dem, was ich hier so verbreche. Und auch wenn ich manchmal Unsinn erzählen sollte. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwas Falsches erzählt haben sollte mal. Oder mit mir diskutieren, wenn ihr eben anderer Meinung seid als ich. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und ja, ich korrigiere mich dann selbstverständlich, wenn ich daneben liegen sollte. Logisch. So, wir wollen aber heute mal gucken, ob wir eine Gilde gründen sollten, weil ich hatte damals in Klassik hatte ich eine ganz, ganz kleine Gilde. Ich glaube, in der kleinen Gilde war nur ich. Also die war ganz, ganz klein. Aber das war eine meiner schönsten Zeiten damals, weil ich war keiner Gilde verpflichtet. Ja, ich habe jede Gilde gleich behandelt. So, mir waren Fäden damals auch schon egal, genauso wie mir heute Fäden egal sind. Wenn die eine Gilde mit der anderen Gilde nicht klarkommt, dann ist es deren Sache. Ich behandle deswegen niemanden jetzt anders oder so. Ja. Und bin dann eben mit meiner kleinen Gilde immer hier mal mitgegangen und da mal mitgegangen und da geradet oder in Instanz und ja, habe einfach die Leute gleich behandelt. Und ich finde das auch wichtig. Denn, wie sage ich immer so schön, das Leben ist kurz genug, kann jederzeit schnell vorbei sein und deswegen sollte man in der Zeit, wo man hier lebt, unter Leuten ist, darauf achten, dass man einfach Spaß hat, dass das was Freude macht, dass man zufrieden ist. Ja, diese Sachen. Und es würde mir einen Haufen Freude machen, wenn man beispielsweise dann Warsong schlagen könnte, weil das erkläre ich euch alles noch nachher, wenn die Gilde dann gegründet ist. Ich will euch nicht die Überraschung verderben, indem ich das schon vorher mache. Ich hoffe natürlich, dass ich genug... Ich habe es relativ kurzfristig im 5. Video, glaube ich, gepostet, dass ich hier um 18 Uhr wieder aufnehme und dann auch in Okrima unterwegs sein werde. Aber ich glaube, die reden ja gerade. Also da wird vermutlich niemand unterwegs sein. Aber ich hole mir auf jeden Fall mal den Gildenlappen, damit ich die Leute, denen ich so über den Weg laufe, damit ich die anhauen kann, ob die mir nicht eine Unterschrift geben würden für eine Gildengründung. Und wenn es wieder eine Ein-Mann-Gilde ist, vollkommen egal. Achso, ich wollte aus der Gildenrekrutierung raus, weil die mich wieder so am Nerven ist. Das ist die... Ich weiß nicht, warum die hier dauernd das posten muss. Keine Ahnung. Würde natürlich, wenn ihr Lust habt, meine Zuseher in diese Gilde aufnehmen. Vielleicht wird die Gilde auch riesengroß. Ich weiß es ja nicht. Ja, vielleicht können wir dann irgendwann Gildenintern 40 Raids machen. Ich, ne? Keine Ahnung. Ansonsten gehe ich gerne mit anderen Gilden mit, die mich dabei haben möchten. Ja. Ich weiß es ja nicht. Habe ich 10 Silber? Ja, ich habe 10 Silber. Das wäre jetzt peinlich gewesen. So, jetzt pass auf. Red Cross. Soll ich einmal mal an. Red Cross Under City. Aber ich glaube, ich hatte damals Red Cross UC genommen. Ja. Red Cross UC. Oder hatte ich Under City ausgeschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, ich schreibe es diesmal aus. Red Cross Undercity. Ja. Und dazu gibt es dann einen Siehe schönen die Horde. Wappenrock. Ah, guck mal, da flüstert mich jemand an. Guten Abend. Ja, und dazu gibt es dann so einen schönen weißen Wappenrock mit einem roten Kreuz drauf. Und das kam damals einfach so super, wenn ich in den Battlegrounds unterwegs war, mit diesem roten Kreuz vorne auf der Brust und rum bin und die Leute geheilt habe. Hat einfach gefetzt wie noch was. So, was will er denn? Wir winken mal. Winke, winke. Tajin. Ja, das wäre toll. Wo habe ich denn die Gildensatzung? So. Achso, ich muss ihn wieder erst anwählen hier. Ich danke dir vielmals. So, natürlich verbeugen. Höflich sein. Ja, man muss ja höflich sein. So, dann laufen wir doch mal ein bisschen durch Ogrimmar rum und schauen mal, wer da so ist. Beziehungsweise, wir können ja eigentlich auch. Warte mal, war da ein Postkasten? Nee, da war kein Postkasten. Ich gehe mal zum Postkasten und die lasse ich mal hier in dem Hauptteil. Ich glaube, den einen Ranzen, den packe ich mal auf die Bank. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Genau, schön. Bei Red Cross UC ja auch einigermaßen cool klingt, ne? So, warte mal, ich möchte mal erstmal alles hier eine Tasche reinpacken. Das nicht, das kommt weg. Jetzt bin ich ja schon wieder in der Gildenrekrutierung. Was soll denn das? Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Einiges Wollfleisch. Ja, natürlich, wir wollen ja irgendwann hier noch kochen lernen. So, das kommt auf die Bank. Das packen wir hier hinten mit rein. Das ebenfalls. Das Elixier der Weisheit, ja klar. Das zum Essen. Die Schaufel packen wir auch mal auf die Bank. Und die Gildensatzung lassen wir hier drin. So. Mokra! Mokra Nokrigal. So. Leb wohl! Ich kurz die beiden Sachen hier verkaufen. Denn Ordnung muss sein. Top, top. Tok, tok. Dorner Pelz. Reparieren. Sie jetzt in Ehre. Ja, mach ich. Okay, cool. Das können wir gleich anziehen. Das nächste Stufe, das können wir auch gleich anziehen. Zauberstab. Super. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ziemlich. Oh, blau. Cool. Und noch ein Gesellenrucksack. Yeah. Haha. Da können wir den auch gleich auf die Bank packen. Und ein Ring. Ja, Dark Shadow. Ich glaube, Dark Shadow hatte mich schon. Steuerung, Klick, schnell plündern. Genau, das habe ich auch schon gelesen. Danke dir. Habe ich in Comments gelesen? Nein, Gilde brauche ich nicht. Dankeschön. Ich helfe euch gerne. Ich spiele gerne mit euch zusammen. Überhaupt kein Ding. Aber ich möchte jetzt erstmal die Red Cross Undercity hier machen. Man kann ja beispielsweise auch. Oh. Tabu. Nee. Ihr Jetzt sucht doch erstmal hier. etwas. Ich Was bin ein ist bisschen es? schüchtern. So, warte mal. Die, wo ich noch nicht gerade gebrauchen kann, packe ich mal auf die Bank. Damit ich Platz habe. Das behalte ich. Das kann ich anlegen. Nein, das wollte ich nicht auf die Bank. Das wollte ich anlegen. Der kommt erstmal hier rein noch. Hier anlegen. Nächste Stufe, den kann ich anlegen. Okay, gut.
Kraft! Ja, Kraft wäre was Gutes. Zwei Ausdauer, zwei Willenskraft, ja. Gegen zwei Willenskraft, jawohl, auf jeden Fall. So, den Zauberstab, selbstverständlich, ich habe ja bisher noch keinen Zauberstab. Den können wir nämlich auch schießen. Okay. Wie gesagt, der und der kommen der nächste Stufe, der übernächste Stufe. Und der hier wird entzaubert. So. Schön, seltener Staub. Oh, die Gildenrekrutierung. Kann man die nicht irgendwie... Ich hatte die doch... Kann man die nicht dauerhaft... Ich meine, die ist jetzt schon wieder an. Ich möchte die nicht anhaben. Ich mache jetzt schon zum x-ten Mal den Haken da vorne weg. Ich möchte die bitte nicht anhaben. Die scheint sich immer wieder selber anzustellen. Das ist nicht so schön. Nun gut. Dann wollen wir mal... Wie sehen wir eigentlich aus mit dieser neuen Weste? Guck mal, hier. Schön. Ja, die braune Weste stört ein bisschen, aber ansonsten sehen wir doch ganz schnieke aus. Was haben wir denn hier? Abtrünnige Licht. Ja gut, im Tieresfall haben wir natürlich einiges zu erledigen, klar. In Silberwald müssen wir auch noch gehen. Und ich hab die Uhr gar nicht eingeschaltet. Sekunde, muss ich mal gerade machen. Moment. So, aber ich kann ja abschätzen, jetzt haben wir es 18:12 Uhr, jetzt bin ich schon knappe Viertelstunde da, weil, wie gesagt, ich muss auch ein bisschen aufpassen wegen Platz, damit nicht irgendwann die Festplatte sagt, Tor 3, Zonk und zu, mein Freund. Oh ja, ich glaube Quellwasser. Ich glaube Quellwasser kaufe ich mir mal eben. Das war, glaube ich, bei ihr. Nee, okay, war eine 50-50 Chance. Was ist es? So, machen wir mal 20. Denn trinken ist wichtig. Warte mal. Was braucht ihr? Na gut, okay. Na komm, nehmen wir auch mal 4 Milch mit. So, denn die Milch macht, wie alle wissen, außer man hat Laktoseintoleranz, dann macht's die Milch zwar auch, allerdings macht die Milch dann was anderes als das, was sie eigentlich sollte. Okay, also ich, ja. Ja, ich habe natürlich... Ach so. Lebt der? Ich winke ihm mal. Wave. Ich brauche ja Unterschriften. Ich kann mir ja den Luxus nicht erlauben. Ah. Ich frage ihn mal. Hast du mir eine Unterschrift... Nein, bitte. So, ne? Halt, hoppel die Waldfee. Muss ja höflich sein, ja? Also das Bitte am Ende, das muss schon sein, so. Möchte ja was haben. Ah, okay, das ist das, wovon der eine Moderator gesprochen hat, dass es vorkommen kann, dass die Leute sich ein bisschen komisch und hackelig bewegen. Hallo? Hallo? Okay, dann nicht. Okay, ich bin jetzt mal ganz frech. Ich versuche jetzt einfach mal, dass er so unterschreibt. Pass mal auf. Unterschrift. Vielleicht habe ich ja Glück. Wenn ich Pech habe, lockt er aus und löscht den Charakter, dann ist seine Unterschrift auch beim Teufel. Ich mag sowas eigentlich nicht. Also ich habe das auf den Offiziellen überhaupt nicht gemocht, wenn man ranläuft und einfach die Leute an. Aber das ist irgendwie so... Ja, sehr schön, Dankeschön. So, Dankeschön. Ne? Höflichkeit. Höflich muss sein. Auch wenn ich mir jetzt den Arsch verbrannt habe, aber okay. Habe ich mir eben höflich den Arsch verbrannt. So, wen haben wir denn hier? Dreck. Ach, der ist bei den Saints. Ach, okay, guck mal, unten im Tooltip steht überhaupt nicht, dass der schon eine Gilde hat. Ah, okay. Da kann man dann natürlich auf den Putzen fliegen. Na gut, ich habe 2, also 7 brauche ich noch, ne? Ich suche jetzt einfach mal. Vielleicht finde ich ja ein paar Bots, die unterschreiben. Muss ich die eigentlich... Ich weiß gar nicht mehr, ob ich bei dem Stand...
die noch bei ihm abgeben muss. Weil ich glaube, mich dunkel zu erinnern, dass es eine Zeit lang so war, dass du die Gildensatzung bei dem abgeben musstest, bei dem du sie erworben hast. Aber das weiß ich nicht mehr. Galgenschlinge. Okay. Ich porte mich mal zurück nach Galgenschlinge. Denn ich möchte euch ja nicht langweilen, indem ich den ganzen Tag durch Getreide renne. Also hier durch Oklemar. So, und ja. Einfach questen. Ne? Questen. Weil wenn ich in Oklemar nur rumstehe, dann langweilt ihr euch. Und ich möchte ja nicht, dass ihr euch langweilt.